In Sachen Erzählperspektive machen Autoren und Leser oft viel Tamtam um Personalpronomina. Man habe die Wahl zwischen dem Ich-Erzähler und dem Er-Sie-Erzähler. Schaut man jedoch genauer hin, ist die Wahl der ersten oder dritten Person an sich eher grammatisch und rhetorisch. Die grammatische Person, die der Erzähler verwendet, ist nach Gérard Jeannette nur die mechanische Konsequenz der eigentlichen Wahl zwischen zwei narrativen Einstellungen. Denn der Autor kann die Geschichte von einer Figur erzählen lassen oder von einem Erzähler, der in der Geschichte nicht vorkommt. Der Haken ist hier: In beiden Fällen kann der Erzähler Ich sagen. Formulierungen wie Erzählung in der ersten Person und Ich-Erzähler sind daher unpräzise. In seiner Erzähltheorie schlägt Jeannette ein wesentlich durchdachteres Modell vor. Und genau das ist es, was ich in diesem Video präsentiere. Hallo, ich bin die Schreibtechnikerin Fiel Simarien, Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Online-Marketing-Managerin. Und auf diesem Kanal rede ich über die technische Seite von Geschichten, analysiere literarische Werke und gebe Schreibtipps. Denn eine gelungene Geschichte ist kein Zufall. Wenn du diesen Kanal also noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich herzlich ein, auf den roten Abo-Button unten zu klicken, damit du keine neuen Videos verpasst. Heute heiße ich dich herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Jeannette-Reihe. Und zwar geht es um den hetero- und den homodiegetischen Erzähler. Aber zunächst, wie immer, zur Einordnung. Wie in den vergangenen Teilen der Reihe bereits erläutert, unterteilt Jeannette die Erzählperspektive in Modus und Stimme. Über den Modus und die beiden ersten Kategorien der Stimme, nämlich Zeit und Ebene, haben wir bereits in den ersten drei Teilen der Reihe gesprochen. Die Begriffe heterodiegetischer Erzähler und homodiegetischer Erzähler gehören zur Kategorie der Person und werden in diesem Video erläutert. Kommen wir also endlich zur Sache. Jede Erzählung hat einen Erzähler, der sie wiedergibt. Eine Erzählung entsteht schließlich nicht von selbst. Und grundsätzlich steht es auch jedem Erzähler frei, ob er das Wörtchen Ich verwendet oder nicht. Deswegen findet jede Erzählung virtuell in der ersten Person statt. Zu der im Übrigen auch der akademische Plural zählt, das heißt, wenn der Erzähler Wir sagt statt Ich. Um es in einem Beispiel zu demonstrieren. Ich denke, wir können uns alle einig sein, dass der Herr der Ringe in der dritten Person verfasst ist. Nichtsdestotrotz ist der Erzähler ein Ich, auch wenn man das nur an einer einzigen Stelle sieht. Selbst in den alten Zeiten empfanden sie in der Regel Scheu vor dem großen Volk, wie sie uns nennen, und heute meiden sie uns voll Schrecken und sind nur noch schwer zu finden. Wichtig ist hier das Wörtchen uns, mit dem der Erzähler sich selbst und die Leserschaft meint. Damit ist der Erzähler klar ein Ich, obwohl er dieses Wort nie benutzt, um sich selbst zu bezeichnen. Das alles bedeutet nun: Die Frage ist nicht, ob der Autor für seine Erzählung die erste oder die dritte Person wählt, sondern sie lautet: Kann der Erzähler die erste Person verwenden, um eine seiner Figuren zu bezeichnen, oder kann er es nicht? Diese Kernfrage impliziert zwei Erzähltypen. Erstens, der Erzähler kommt in seiner Geschichte als Figur vor. Wenn er also Ich sagt, meint er zumindest meistens diese Figur. Jeannette nennt diesen Erzähler homodiegetisch. Denn als Figur ist er Teil der Diegese, das heißt der erzählten Welt. Zweitens, der Erzähler kommt in seiner Geschichte nicht vor. Wenn er also Ich sagt, meint er die Erzählinstanz. Jeannette nennt diesen Erzähler heterodiegetisch. Denn er ist nicht Teil der Diegese. Während ein heterodiegetischer Erzähler aber nun eindeutig heterodiegetisch ist, kann ein homodiegetischer Erzähler in einem höheren oder niedrigeren Maß homodiegetisch sein als ein anderer homodiegetischer Erzähler. Zum Beispiel, im Roman Die Schatzinsel erzählt Jim Hawkins von seinen eigenen Abenteuern. Ja, der Roman ist voller Nebenfiguren, aber Jim ist eindeutig die Hauptfigur des Romans. Er ist der Star, der Held der Geschichte. Anderes Beispiel, in den Geschichten über Sherlock Holmes ist der Detektiv Sherlock Holmes der Star und das Ich ist Dr. Watson, der als Zuschauer über die Abenteuer von Sherlock Holmes berichtet. Damit ist der Erzähler in der Schatzinsel homodiegetischer als der Erzähler in den Sherlock Holmes Büchern. Diesen höchsten Grad des homodiegetisch Seins, das heißt, wenn das Ich zugleich der Held der Geschichte ist, nennt Jeannette autodiegetisch. An dieser Stelle ist aber auch auf eine weitere Unterscheidung hinzuweisen. Denn dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass es beim homodiegetischen Erzähler in Wirklichkeit zwei Ichs gibt. Nämlich das erzählende Ich, das heißt das Erzähler-Ich,
und das erzählte Ich, das heißt das Figur-Ich. Zwischen den beiden kann eine klare Grenze verlaufen, aber sie können auch, zumindest scheinbar, verschmelzen. Beispielsweise berichtet Jim Hawkins von vergangenen Ereignissen. Damit haben wir eine klare Grenze zwischen dem erzählenden Ich in der Gegenwart und dem erzählten Ich in der Vergangenheit. Paul Bäumer in Im Westen nichts Neues hingegen erzählt, was gerade passiert. Damit ist die Grenze zwischen dem erzählenden und dem erzählten Ich praktisch unsichtbar. Zu diesem Thema habe ich übrigens ein separates Video. Den Link dazu findest du rechts oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. So viel zur Theorie. Aber warum wählt man nun den hetero-, homo- oder gar autodiegetischen Erzähler? Über die Wirkung dieser Typen ist schwierig zu sprechen, weil sie im Zusammenspiel mit anderen Faktoren der Erzählperspektive einen völlig unterschiedlichen Effekt haben können. Beispielsweise kann sich der heterodiegetische Erzähler deutlich sichtbar machen und seine Meinung zum Geschehen beisteuern. Aber er kann auch so tun, als wäre er nicht da und das Geschehen durch das Prisma einer Reflektorfigur präsentieren. Oder er kann sich als neutrale Kamera ausgeben. Die Möglichkeiten sind äußerst vielfältig. Im Gegensatz zum heterodiegetischen Erzähler ist der homodiegetische Erzähler immer sichtbar, weil er ja eine Figur in der Geschichte ist und immer explizit Ich sagt. Deswegen ist beim homodiegetischen Erzähler auch immer klar erkennbar, dass seine Wahrnehmung subjektiv eingefärbt ist. Ironischerweise kann aber gerade der homodiegetische Erzähler sehr glaubwürdig wirken, weil wir jemanden vor uns haben, der behauptet, das Erzählte tatsächlich gesehen oder sogar selbst erlebt zu haben. Der autodiegetische Erzähler ist natürlich der subjektivste Typ. Damit ist er einerseits der unzuverlässigste, weil wir die Geschichte und den Helden wirklich nur durch die Augen des Helden selbst sehen, aber andererseits erfahren wir seine Gedanken und Gefühle quasi aus erster Hand. Aber, wie gesagt, es hängt stark von den anderen Faktoren der Erzählperspektive ab, welche Wirkung ein hetero-, homo- oder autodiegetischer Erzähler hat. So kann ein heterodiegetischer Erzähler, der auf eine einzige Figur intern fokalisiert ist, eine ähnliche Wirkung haben wie ein autodiegetischer Erzähler. Allerdings ist ein noch so intern fokalisierter heterodiegetischer Erzähler grundsätzlich flexibler, weil er nun mal nicht Teil der erzählten Welt ist und Spielereien mit der Erzählperspektive hier deswegen weniger aufstoßen, während ein autodiegetischer Erzähler in der Regel buchstäblich nicht auf seiner Haut kann. Doch in der Regel bedeutet natürlich nicht, dass solche Dinge gar nicht vorkommen. Der Wechsel des Erzähltyps ist etwas, das meistens ziemlich stark auffällt, den Leser möglicherweise aus dem Lesefluss reißt und aus diesem Grund denkbar selten vorkommt. Solche Verstöße passieren in der Literatur aber trotzdem. Hierzu zählen beispielsweise homodiegetische Beobachtererzähler, die mit der Zeit in der Erzählung gar nicht mehr vorkommen, also klammheimlich, manchmal aber auch ganz explizit, zu heterodiegetischen Erzählern mutieren. Nun ist bei solchen Beobachtererzählern der Held aber immer noch ein Er bzw. eine Sie, während das Ich sich aus dem Staub macht. Noch krasser ist es daher, wenn die erste und die dritte Person ein und dieselbe Figur bezeichnen. Und ja, sogar solche Fälle gibt es. Ein Beispiel dafür ist die Erzählung Die Narbe von Jorge Luis Borges. Hier trifft der homodiegetische Erzähler der Rahmenhandlung einen Mann, der von allen nur der Engländer genannt wird. Dieser Engländer, der in Wirklichkeit ein Ire ist, hat eine ziemlich markante Narbe im Gesicht. In einer Binnenerzählung erzählt der Engländer dem extradiegetisch-homodiegetischen Erzähler die Geschichte hinter dieser Narbe. Es scheint sich also um einen gewöhnlichen intradiegetisch-autodiegetischen Erzähler zu handeln. Der Engländer berichtet davon, wie er einem Kameraden namens John Vincent Moon das Leben rettet und wie dieser Kamerad sich als Feigling herausstellt und ihn später verrät. Daraufhin jagt er Moon durch das Haus, in dem sie sich verstecken. Once or twice I lost him, but I managed to corner him before the soldiers arrested me. From one of the general's suits of armor I seized a scimitar and with that steel crescent left a flourish on his face forever. A half moon of blood. To you alone, Borges, you who are a stranger, I have made this confession. Mit anderen Worten, die Figur, die der Engländer als Ich bezeichnet, ist der Mann, den er verraten hat. Mit Vincent Moon oder er bezeichnet er sich selbst. Damit schlüpft hier der autodiegetische Erzähler sehr wohl aus seiner Haut und streift sich die Haut einer anderen Figur über. Und am Ende kehrt er in seine Haut wieder zurück. I have told you the story this way, so that you would hear it out. It was I who betrayed the man who saved me and gave me shelter. It is I who am Vincent Moon. Now despise me.
Wie es also aussieht, lässt auch diese eher einfache Kategorie der Stimme ziemlich viel Raum für Spielereien. Auch wenn Jeanette nur zwischen zwei Typen unterscheidet, bieten diese Typen eine breite Palette an Möglichkeiten. Ich denke, wir sollten von ihnen bewusst Gebrauch machen. Und das war es dann für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass dieses Video dir gefallen hat. Wenn du es gut findest, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und teile es mit Gleichgesinnten. Das nächste Video kommt in 2 Wochen. Bis dahin lade ich dich ein, dich mit mir über meine neue Facebook-Fanpage zu vernetzen. Ich freue mich darauf, mich mit dir über das Schreiben auszutauschen. In diesem Sinne, auf unser baldiges Wiedersehen. Tschüss!